Hey Leute, was geht? Wisst ihr, manche Frauen haben No-Gos, die ich nicht so ganz toll finde. Natürlich gibt es bei Männern ebenso viele No-Gos, die weniger prickelnd sind, aber dieses Video bezieht sich mal nur auf die No-Gos bei Frauen und ich würde sagen, fangen wir einfach an mit den No-Gos, die für mich relevant sind. Vielleicht habt ihr ja andere, dann schreibt sie da unten in die Kommentare. Also, los geht's, nach dem Intro. Boah! Für mich super nervig ist es, wenn meine Freundin oder einfach nur eine Freundin, also jetzt nicht per Feste und so, wenn die ganze Zeit am Handy hängt, egal ob man mit ihr redet oder ob man neben ihr sitzt oder sonst was, sondern sie sitzt da die ganze Zeit am Handy und das geht gar nicht. Ich meine, wenn man sich trifft, dann sieht man sich schon mal persönlich und muss doch nicht über ein Handy mit irgendjemand anderen, der jetzt gar nicht da ist, schreiben. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass diese Personen, die mit ihrem Handy rumhängen und handysüchtig sind, einfach total die Außenwelt vergessen und sogar vergessen, dass man sich getroffen hat. Nein, das Handy ist einfach Becher. Es ist ja nicht so, dass ich der Ober-Handysuchti bin. Fuck you. Aber wenn ich mich mit jemandem treffe, dann packe ich das Handy auch weg, weil ich lieber persönliche Zeit mit ihm verbringen will, als mit dem Handy rumzuhängen. Fast genauso nervig wie das Dauern am Handy sein, finde ich, wenn Leute aggressiv rauchen. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, ihr seht eine Frau und diese Frau stellt sich einfach mal neben euch und raucht euch so. Ui. Okay, das war was anderes. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich aus will. Das wirklich Schlimme ist ja nicht, dass du einfach nur angepustet wirst mit dem ganzen Rauch, sondern danach stinkst du einfach wie so ein Aschenbecher. Du stinkst wie ein Aschenbecher. Und das ist eklig. Wenn wir schon beim Assi-Verhalten sind, dann kann ich auch gleich dazu rechnen, diese Assi-Slang-Frauen. Nichts geht so sehr auf den Sack, als wenn Frauen so tun, als wären sie Jungs, auf einer Ghetto-Slang-Ebene. Heißt, sie beleidigen dich und sagen, Digga, was geht? Ihr habt gestern voll geschillt. Und dann kommen die ganzen Abkürzungen dazu. Oh mein Gott, nee, OMG. Und was es da noch alles gibt, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, fällt mir gerade auf. Für mich ist das Ganze einfach viel zu männlich und bei Männern sieht das auch scheiße aus, also lasst es. Aber es ist einfach viel zu männlich und ich finde, Frauen müssten irgendwie. Nee, die dürfen nicht zu männlich sein, weil sonst wirkt das irgendwie komisch. If you know what I mean? Wie viel stimmen wir jetzt wohl in dem Punkt überein? Was denn für ein Punkt? Ich meine den ganz normalen Punkt, dass Frauen sich viel zu viel schminken oder dass Frauen, die sich zu viel schminken, einfach ein No-Go sind. Wenn ich eine Frau umarme, dann möchte ich nicht die Schminke an meinem T-Shirt haben oder im Gesicht, sondern es soll einfach dezent sein oder gar nicht. Es kommt je nach der Frau an. Also bei der einen sieht es besser aus, wenn sie Natur ist, also bei der anderen sieht es dann aus, wenn sie ein bisschen geschminkt ist. Halt aber nicht zu viel, wenn das so richtig die Schicht auf dem Dudes ist, dann ist das nicht schön in dem Sinne. Ich möchte ehrlich gesagt keinem irgendwie was vorschreiben oder sowas, sondern ich sag einfach nur, dass es, wenn es zu viel ist, wenn da wirklich so eine Schicht drauf ist und wenn man sich dann reibt oder sowas, dass dann alles da dran ist, das ist, finde ich, nicht schön. Das ist No-Go, hundertprozentig für mich. Was auch wieder auf beiden Seiten ihre Heimat findet, ist diese Internetüberwachung. Ich finde diese Leute, die nicht in einer Beziehung sind, sondern irgendwie ihren Schwarm oder sowas, einfach auf Instagram, Facebook und sonst was beobachten und dann total sauer sind, wenn man irgendein Bild von einer Frau oder einem Mann liked und man dann irgendwie total was an den Kopf geworfen bekommt, was überhaupt nicht stimmt. Das sind dann diese lieben Szenen, wo man sich denkt, oh geil, das Bild ist cool, like ich mal. Und genau dann kriegst du einen Chat, kriegst du eine Chatnachricht, die es sozusagen ausspielt, wie die NSA. Na, findest du das Bild toll? Findest du das gut, was du da gemacht hast? Magst du das Bild? Warum magst du meine Bilder denn nicht so? Magst du Bratwurst? Und zu guter Letzt finde ich es mega als No-Go, wenn Frauen ungepflegt sind. Wenn wir Männer fettige Haare haben oder sonst was, dann kriegen wir sofort einen auf den Dötz von wegen, du musst dich mal besser waschen und bla bla bla. Aber von den gleichen Gesinnten, also Frauen sagen da glaube ich gar nichts, sondern die Männer sind es eher, die immer sagen so, ne, also du hast fettige Haare, du bist voll scheiße und so, ne? Im Gegensatz erwarte ich aber auch von Frauen, dass sie sich auch pflegen. Ich meine, wer möchte heutzutage eine Frau haben, die so mega Busch unterm Arm hat? Und also ich finde sowas nicht hübsch und heutzutage ist es auch gar nicht mehr in. Damals war es vielleicht in, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass man sich pflegen muss und wenn das nicht passiert,
dann ist das irgendwie abstoßend und für mich ist das auch ein No-Go dann in dem Sinne. Wisst ihr was, mich würde jetzt mal interessieren, was eure No-Gos so sind. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache so seht, was eure No-Gos sind. Ihr könnt auch gerne schreiben, was No-Gos bei Männern sind und was euch einfach alles dazu einfällt. Ob eure No-Gos genauso No-Go-haft sind wie bei mir, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich nutze das Ganze jetzt auch nochmal als kleines Informationsvideo, denn am Ende möchte ich noch sagen, dass mein Kanal bald wahrscheinlich anders heißt. Und zwar möchte ich mich gerne Wolkenkrieger nennen. Ihr könnt dazu auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn ich mich ändere. Das ist einfach wichtiger für mich, weil ich muss sonst immer erklären, wie mein Name geschrieben wird, wie der ausgesprochen wird und den ganzen Kram. Und das würde mit Wolkenkrieger einfach wegfallen. Also schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und ansonsten dürftet ihr hier zu den beiden letzten Videos kommen. Klickt drauf, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich gehe jetzt offline und am Mittwoch kommt das nächste Video schon online, denn jetzt mache ich 2 Videos die Woche. Also Leute, viel Spaß. Tschüsselü. Ich musste so schnell reden.